Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Freitag, ein Tick später, aber hier sind die News. Viel Spaß. Ja, Freitag eher mittags. Kommen nicht früher zur Aufzeichnung der News. Auch mit der Kolumne hat es diese Woche nicht geklappt. Dafür sorry. Wird dann hoffentlich nächste Woche wieder was. Aber es gibt eine neue Brettspielbar mit verschiedenen Brettspieleindrücken, die Jürgen und ich zusammengetragen haben. Packt den Link gerne in die Shownotes. Ja, was ist sonst passiert? Asmodee hat die zweiten Quartalszahlen bekannt gegeben. Dazu zur Erinnerung, bei Asmodee ist das Geschäftsjahr immer um ein Quartal versetzt zum Kalenderjahr. Es ist ein Umsatzrückgang zu verzeichnen, der liegt aber eben halt am Verkauf von Miniature Market an ein Management-Team, was das Ganze weiterführen wird. Hat nichts damit zu tun, dass das Konzernergebnis, insbesondere der Asmodee-Gruppe bei Embracer, weiter stetig angewachsen ist. Asmodee macht mittlerweile 44% von Embracer aus. Und gerade Lego, also Monkey Palace, was ich gestern das erste Mal habe spielen können, sehr schönes Spiel, und Herr der Ringe müssen wohl massivst dazu beigetragen haben, dass Asmodee eben halt aktuell auch sehr, sehr gut läuft. Der Graroku in Polen wurde vergeben und der Graroku wird in 7 verschiedenen Kategorien vergeben. Die habe ich hier alle mal eingeblendet. Vielleicht zu erwähnen, dass der Familienpreis, Spielpreis an das Spiel Mlem gegangen ist, was bei Rebel herausgekommen ist, beziehungsweise dann hinter von Asmodee auf Deutsch lokalisiert worden ist. Digital bei der Board Game Arena gibt es Gnome Hollow und Red Jack jetzt neu zu spielen, aus der Beta-Version herausgekommen, also steht für euch zur Verfügung. Ebenfalls steht am Wochenende für euch in Darmstadt dort die Lokalität zur Verfügung, auch jetzt schon seit ganz vielen, vielen Jahren. Darmstadt spielt, findet statt. Also für alle, die, ja, ich sag mal, im südlichen, mittleren Deutschland unterwegs sind und wohnen, ein paar andere Veranstaltungen werden in den nächsten Wochen und Monaten, dann halt auch noch in anderen Regionen vonstatten gehen. Darüber berichte ich dann aber jeweils in den News. Crowdfunding war nach der ruhigen Woche in der ruhigen letzten Woche ein bisschen intensiver jetzt wieder. Auf Kickstarter sind 4 interessante Projekte, also aus meiner Sicht 4 interessante Projekte online gegangen. Zum einen die Erweiterung zu Clans of Caledonia, Industria, ist online gegangen. 4 neue Clans, dazu wird es eine große Big Box geben, sodass man das andere eben halt auch mit unterbringt, mit Insert Deck. Also schon eine recht große Erweiterung. Man kann natürlich halt auf Clans of Caledonia selber nochmal erwerben, wenn man das bisher noch nicht hatte. Das Ganze wird es, weil es ein deutscher Verlag ist, natürlich auch auf Deutsch geben. World Order ist auf Kickstarter ebenfalls sehr erfolgreich schon unterwegs. Für alle Fans von Hegemony ist das so der geistige Nachfolger. Diesmal habe ich eben halt nicht in einem Staat mich mit Diplomatie, mit Handel, mit Produktion, mit Militär etc. auseinanderzusetzen, sondern eben halt in der Welt, wie der Titel auch schon sagt. Wir können entweder in die USA spielen, China, Russland oder die EU und müssen hier versuchen, in der Welt unseren Platz in der Ordnung eben halt einzunehmen. Das Ganze aktuell noch nicht auf Deutsch, denn Deutsch wird das Ganze in der Spieleschmiede dann online gehen. Das wurde dort schon angekündigt, wie es ja mit Hegemony auch dementsprechend passiert ist. Avalon ist ebenfalls ein Kickstarter-Projekt basierend auf der Artus-Sage. Haben wir hier ein Area Control und Erkundungsspiel rund um den mystischen Ort Avalon und versuchen dort eben halt mit unserer Fraktion unseren Platz dementsprechend zu finden. Lairs ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein Dungeon-Builder, bei dem wir uns gegenseitig bestimmte Dungeons vorsetzen und dann dort auch durchkommen müssen.
in das ganze, in diese ganze Box sind auch verschiedene zusätzliche Materialien eingeflochten, die so nach und nach dann ins Spiel hineinkommen und für zusätzliche Spannung sozusagen sorgen. Auf GameFound ist Tatsumi gestartet von Adam Apple Games, die ja auch für Planet Unknowns verantwortlich zeigten. Und dort haben wir ja so eine Art Ressourcendrafting, das heißt, wir gehen mit unseren Figuren auf einem zentralen Tableau vor, bekommen Ressourcenringe, die wir dann anschließend, wenn wir bestimmte Karten erfüllen, auf unserem eigenen Spielplan wieder zum Einsatz bringen. Und last but not least, das zurzeit erfolgreichste Projekt ist ebenfalls auf GameFound unterwegs von Awakened Realms mit Lands of Evershade. Hier haben wir wieder in typischer Manier des Verlages eine kleine Miniaturenschlacht, in dem wir uns in die Abenteuer dieses neuen Universums von Evershade eben halt hineinbegeben. Und werden halt auch im Laufe der Kampagne einiges an zusätzlichem Material noch erwarten können. Das Ganze wird es halt auch auf Deutsch geben. Und aktuell ist die Kampagne auf dem Weg, die 2-Millionen-Marke zu knacken. So, dann haben wir noch den Ticker. Garden Lake ist von Albi angekündigt worden, so wie zwei andere Spiele, auf die ich jetzt gleich noch eingehen mag auch. Ist ein Spiel von Uwe Rosenberg und von Jindrich Pawlaschek. Klassisches Plättchen-Legespiel, wo wir einen Garten und einen Teich konstruieren müssen. Wird im nächsten Jahr erscheinen. Genauso wie Dirt Dust, ein Deckbauer und Dice Placement rund um die Thematik eines Rallye-Rennspiels, was bei Albi erscheinen wird. Und mit Vlada Chvatil ist Severton angekündigt worden, ebenfalls was bei Albi erscheinen wird. Wir haben basierend auf Rapid Arrows, einer tschechischen Comic-Romanserie aus den 30er Jahren, spielt das Ganze in Severton, einem Ort in Prag, wo wir über verschiedene Quests uns behaupten müssen, gegen andere Gangs halt auch angehen, die immer wieder auf uns lauern und uns das Leben dementsprechend schwer machen. Inwiefern die drei Spiele dann auch auf Deutsch erscheinen werden, weiß ich nicht. Tea Garden wird es ja demnächst bei Hoch dann geben. Teilweise sind ja auch deutschsprachige Anleitungen in den Spielen schon beigefügt. Trickshot ist ein neues Kartenspiel von Pay Guild, wo wir das Thema Poolbillard im Zentrum haben. Auf den Karten sind Poolbillard-Karten abgebildet und wir müssen dann verschiedene Stöße damit ausführen. Cosmos ist im Moment auch gerade massiv dran, sein Frühjahrsprogramm bekannt zu geben. Unter anderem wird es ein Adventure-Puzzle geben aus der Adventure-Reihe. Das gab es ja schon für Exit, jetzt eben halt auch in diesem Adventure-Bereich. Blütenreich ist ein Kartenspiel, bei dem es um Schmetterlinge und Blumen geht und wir dementsprechend unsere Auslage da erweitern müssen. Oh My Word ist ein Schätzspiel, bei dem wir zu verschiedenen Fragen Schätzungen abgeben, allerdings auch mit Vetorecht der anderen, die dann sagen, nee, also an der Stelle glaube ich das nicht, das, was du dort an Schätzung abgegeben hast, ist falsch und kann gegebenenfalls dann halt auch zu einem Malus im Spiel führen. Hobby World, der russische Verlag, hat mit Tundra ein Worker Placement und Action Selection Spiel angekündigt, was im nächsten Jahr erscheinen soll. Und dann haben wir noch Tales of Arabian Night, ein Spiel, was es schon seit 40 Jahren gibt. Und zum 40-jährigen Jubiläum wird von Play2Z Games jetzt eine besondere Ausgabe dann nochmal herausgebracht werden. Games Workshop wird ein Hobbit-Spiel bringen, Hunt of the Arkenstone, ein kooperatives Spiel für alle Hobbit-Fans, wo wir eben halt die Abenteuer aus dem Film dementsprechend nachzeichnen oder nachspielen können. Und Giochi Unity hat mit Amalfi ein Spiel angekündigt, Wettrennen, Handels-, Wettbewerbsspiel über 5 Runden, wo wir als Flotte uns in verschiedenen Häfen am Mittelmeer
entsprechend so richtigerweise einfinden müssen. Das Ganze wird auch mit Karten gesteuert, die eben halt den Wind beeinflussen. Und je nachdem, wie gut wir uns gegen unsere Kontrahenten durchsetzen können, haben wir jeweils zum Rundenende bestimmte Schiffe in den Häfen liegen und kriegen dafür dann Belohnungen. Und last but not least, alle Fans von Great Western Trail werden letzte Woche oder Anfang der Woche mitbekommen haben, dass es eine Great Western Trail Light, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, Ankündigung gegeben hat, nämlich El Paso. Ein Spiel, was so um die 60 Minuten dann nur noch gehen soll, also deutlich unterhalb der Zeit, die wir sonst für eine Great Western Trail Partie brauchen. Von den Grundmechanismen ist aber vieles beibehalten worden. Wir müssen unsere Kuhherde erweitern, von einem Ort nach El Paso treiben, dort eben halt zum Verkauf bringen, müssen über verschiedene Plättchen, die uns dann gehören, Aktionen außen oder einnehmen. Das kann eben halt die Tierherde erweitern, aber eben halt unsere Fähigkeiten und müssen Arbeiter einstellen in verschiedensten Formen. Alles ein bisschen reduzierter, um eben halt den Spielfluss deutlich schneller machen zu können. Und das Ganze wird bei Lookout Games erscheinen, die ja im Frühjahr die Marke Great Western Trail oder die Produktreihe Great Western Trail von Eggert Spiele übernommen haben. Da gab es ja eine Umorganisation im Asmodee-Universum. So, das waren die News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Daumen hoch fürs Video, weiter folgen dem Kanal und demnächst dann mehr hier. Bis dann, euer Christoph. Tschüss, schönes Wochenende, spielt schön.